Klar kannst du da nicht als Makler mit Flipflops und sandigen Füßen zu einer 5 Millionen Euro Immobilie antanzen und anmarschieren, aber... So, wir fahren jetzt zum Büro von Deutschlands bekanntesten Makler, der ja mittlerweile hier auf der schönen Sonneninsel lebt, und zwar den Marcel Remus, den kennt sie sicher. Und wir werden ihn für unseren Online-Kongress, für unseren Immobilien-Online-Kongress heute interviewen, exklusiv für euch. Kommt mal mit. Best of Best Entrepreneur Academy mit Paul Nieser. Best of Best Entrepreneur Academy mit Paul Nieser. Für erfolgreiches Entrepreneurship. Marcel Remus, die meisten von euch kennen ihn aus dem Fernsehen, der wahrscheinlich bekannteste Immobilienmakler. Ich hab mir Mühe gegeben, das kann sein, ja. Genau, obwohl er hier auf Mallorca lebt, auf der Sonneninsel, 17. deutsches Bundesland. Richtig. Wie lange bist du hier auf Mallorca? Auf Mallorca, ausgewandert am 23. August 2006, Mittwoch, also ein heiliger Tag für mich natürlich, weil es ein Wahnsinnserlebnis war. Weil ich meine, du kennst auch Mallorca jetzt schon seit vielen Jahren. Es ist ein hartes Pflaster, sage ich auch mal ganz klar. Und es ist ein Kommen und Gehen. Es gibt so viele gute Menschen, erfolgreiche Menschen, die es aus welchen Gründen auch immer dann irgendwie nicht geschafft haben. Deswegen ist das schon so ein besonderer Tag für mich, dass es alles so gut gelaufen ist die letzten Jahre und jetzt seit 12 Jahren schon hier vor Ort sein darf. Und jeden Tag am Meer und jeden Tag die Kathedrale, auch wenn man das jetzt so im Nachhinein nicht mehr jeden Tag so sieht, weil das ja, normal wird leider. Aber hier überhaupt leben zu dürfen, und das ist schon einfach eine Lebensqualität und ein Traum, der einfach... Schöner Platz hier super, im Yachthafen zu super, Frühstück, super, genau, richtig, haben, genau, Portals. Das sieht, ja, das ist schon ein eigenes Feeling, ne? Ganz schön. Ja, du hast es ja in jungen Jahren eigentlich schon zur Bekanntheit gebracht, über das Thema Immobilien. Mhm. Du bist aber natürlich nicht in einer Immobilienfamilie geboren oder so. Gar nicht, nee, überhaupt nicht. Wie war denn dein Werdegang? Ja, also ich bin dann ausgewandert und habe mir überlegt, was kannst du auf Mallorca machen, und hier bleibt ja nicht wirklich viel, weil du kannst entweder Yachten verkaufen oder arbeitest in der Tourismusbranche, aber die ist natürlich auch sehr schnelllebig und eigentlich auch sehr kurz, weil Tourismus fängt, ich sag mal, im März an und im Oktober ist dann wieder tote Hose auf Mallorca oder weniger los natürlich. Das heißt, es war auch nichts Richtiges, und was bleibt dann auch? Häuser kannst du verkaufen. Hab, wie du schon gesagt hast, vom Hintergrund her, Background meiner Familie, mit Immobilien gar nichts am Hut. Und habe mich dann einfach bei den zwei größten Maklerunternehmen beworben. Und das, ich habe da geschwitzt in dem ersten Bewerbungsgespräch. Ich konnte kein Spanisch oder nur gebrochen Spanisch. Englisch, gut, das ist halt, wie man es halt so kennt, wenn man jetzt ganz gut in Englisch in der Schule war, aber dann nach Amerika oder England fliegt und die da mit einem reden, dann stehst du da auch und denkst dir, habe ich überhaupt jemals diese Sprache gesprochen oder gelernt? So, und dann stand ich da und musste dann irgendwie drei verschiedenen Chefs und Büroleitern das Bewerbungsgespräch führen. Hat Gott sei Dank so gut funktioniert, dass ich dann mit 19 Jahren direkt den Job bekommen habe. Das war im Januar 2007, und habe dann im ersten Jahr gleich, obwohl ich ja wirklich von nichts Ahnung hatte, bis heute bin ich kein gelernter Immobilienmakler oder kein Immobilienfachwirt oder habe jetzt auch nicht Immobilienmanagement studiert, aber habe im ersten Jahr mit 19 Jahren gleich 10 Immobilien verkauft in einem Büro, wo allein in dem Büro saßen 8 Verkäufer damals. Und wirklich von dem absoluten Starverkäufer, der irgendwie, was ich, 50 Jahre alt war, kann ich mich noch daran erinnern, das war ein Schwede, der war völlig neidisch, und die Stimmung unter den Mitarbeitern war eine Katastrophe, weil dann kommt plötzlich dieser junge Remus um die Ecke mit seinen 19 Jährchen, von nichts eine Ahnung. Ja. Hat sich aber einfach, und das war, glaube ich, mein Erfolgsrezept, ich habe mich einfach versucht, so gut wie es geht, in den Kunden reinzuversetzen, und habe mir selbst überlegt, wenn ich jetzt 500.000 Euro investieren möchte auf Mallorca, wie gehe ich selber an die Sache ran, und wie möchte ich, dass der Makler, wenn ich jetzt das Geld hätte, wie möchte ich, dass der Makler funktioniert und mit mir agiert und kommuniziert und so weiter, und das hat echt gut funktioniert. Ja, also mein Erfahrungswert ist sowieso, die Quereinsteiger in den jeweiligen Branchen sind meistens die erfolgreichsten, weil die noch nicht diese Betriebsblindheit... Ja, und auch nicht so Schleimscheiße. Es gibt ja es gibt Makler und Makler. Es gibt da wirklich Makler, die dann damit Einstecktuch kommen bei 35 Grad und eigentlich aussieht, wenn er zu einer Hochzeit möchte. Und Mallorca ist auch was anderes. Wenn du jetzt in Hamburg oder in München so zu einem Kundentermin erscheinst, ist es auch wieder was anderes als auf Mallorca. Klar kannst du da nicht als Makler mit Flipflops und sandigen Füßen zu einer 5 Millionen Euro Immobilie antanzen und anmarschieren, aber es ist dann schon ein bisschen lockerer, und die Kunden kommen dann halt gerade vom Strand am Abend und wollen sich ein paar Häuser angucken oder sind auf dem Weg morgens zur Yacht und gucken dann nochmal schnell ein paar Immobilien an.
Aber es ist schon, also die Herausforderung hier auf Mallorca dann Fuß zu fassen und sich so zu etablieren, dass man wirklich das ganze Jahr über richtig gut leben kann, das ist nicht so einfach gewesen am Anfang. Also ihr seht sogar, ich bin ohne Einstecktuch heute hier. Gott sei Dank, yes. Genau. Nee, aber du weißt ja, was ich meine. Es gibt ja wirklich Makler. Ich sag's auch mal, diese Schwabbelschwitz-Schwammhand, du erkennst bei den ersten 3 Sekunden, erkennst du, ob der dir gegenüber, das merkt der Kunde auch, ob der gegenüber Ahnung hat, wovon er redet. Und die Kunden, die ich habe mich damals direkt auch, weil ich meine 5 A's sind, die ist die Philosophie, alles anders als alle anderen. Ja. Und da habe ich mir damals... Das ist mein Buch einzigartig gelesen. Genau, und das ist so, wo ich dann sage, ich habe mich dann spezialisiert darauf, dass ich das wirklich dann auch komplett anders mache als die andere, als die Masse hier auf Mallorca. Aber es gibt über 1500 Makler und da musst du einfach herausstechen. Und da war halt auch gleich ein Punkt zum Beispiel, dass man sich spezialisiert und fokussiert auf die Luxusimmobilien. Was natürlich einen totalen mit Risiko verbunden war, weil es war wirklich so, ich habe gesagt, ab 1,5 Millionen hätte ich damals nicht inmitten der Weltwirtschaftskrise 2009 direkt am Anfang auch Immobilien verkauft, dann hätte ich halt meinen Laden hier wieder zusperren können. Wann hast du dich umpositioniert? Also du hast ja zuerst, wie du gesagt hast, im Angestellten, genau. Das war schon sehr erfolgreich. Ja. Dann hast du beschlossen, du machst dich selbstständig. Wie lange hat das genau? Und dann direkt, das war direkt 1,5 Jahre später. Okay. Also ich war relativ kurz eigentlich Angestellter, 1,5 Jahre oder 1 Jahr und 3 Monate. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe dann in der Zeit insgesamt, glaube ich, für über 15 Millionen Euro Immobilien verkauft auf Mallorca und dachte, das kann ich auch eigentlich für mich selber machen. Ja. Und du hast auch mit den kleineren Sachen begonnen auch? Angefangen von einer Wohnung für 300.000 Euro, aber auch bis hin zu Häusern für 5, 6 Millionen damals, war eigentlich alles dabei. Und logischerweise habe ich mir gedacht, das macht natürlich, ist natürlich viel geiler, ein Haus für 6, 7 Millionen zu verkaufen, als für 16, eine Garage in Palma für 60.000 Euro. Für dich so am Anfang so ein bisschen die Hemmschwelle, wo klar. Bei den hochpreisigen Sachen. Ja, aber grundsätzlich gar nicht, egal ob, also weil ich finde auch 300.000 Euro für eine Wohnung in Palma ist viel Geld. Ja. Gerade als ich dann 19, 20 war und will ich gerade mal irgendwie 3.000 Euro auf dem Konto hatte. Das ist so viel Geld und die Leute vertrauen dir das sozusagen an als Makler und du musst dann das passende Objekt ranschleppen und suchen und denen das dann vermitteln. Da ist natürlich zum einen der Respekt dem Kunden gegenüber riesengroß, aber zum anderen auch der Respekt für die, ich sag mal, dem Kunden gegenüber für die Leistung, die er selbst schon erbracht hat, weil er natürlich nach Mallorca kommt, sich eine Ferienimmobilie leisten kann für 3, 4, 5 Millionen. Das heißt, er hat ja sehr viel in seinem Leben richtig gemacht. Und dass er dann zu einem 20-jährigen oder damals 19-jährigen Makler und auch in der selbstständigen Zeit dann mit 23 habe ich ein Objekt verkauft damals für fast 10 Millionen Euro in Port Andras, diese Möwenhäuser oder eins von diesen geschwungenen weißen Dächern. 9.250.000 Euro hat es damals gekostet. Und das war natürlich mit 23 Jahren der absolute Wahnsinn. Es hat auch damals dann, nachdem der Deal durchgegangen ist, hat keiner mehr auf Mallorca gesagt, der Remus macht seine Pforten wieder zu, weil das war auch natürlich so ein Riesenthema am Anfang. Da hat jeder dann gedacht, okay, was macht jetzt der 23-Jährige sich selbstständig in einer relativ, es ist keine Top-1-A-Lage, wo wir jetzt das Büro haben, weil ich damals auch einfach keine Kohle hatte für eine 1A-Lage. Eine Top-Lage auf Mallorca, wo du dein Büro hast mit einer Fläche von 80, 90 Quadratmetern, kostet nun mal im Yachthafen in Portals zum Beispiel mit zwischen 6.000 bis 12.000 Euro im Monat. Und das hatte ich damals, das Geld hatte ich ja logischerweise gar nicht. Ich konnte halt, damals habe ich mich selbstständig gemacht, habe einen gebrauchten BMW X3 gekauft für 30.000 Euro, meine Sekretärin von Engel und Völkers abgeworben und die noch heute da ist, auch ein gutes Thema. Also das muss man echt sagen, auf Mallorca, wenn du Mitarbeiter 9 Jahre hast, die dann wirklich fest für dich arbeiten, 9 Jahre, ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen, weil die Fluktuation extrem hoch ist und habe dann Geld gehabt sozusagen, um die Miete zu bezahlen für die nächsten 5 Monate und hätte es dann nicht funktioniert, nach 3, 4 Monaten direkt, dann hätte ich halt mal Laden wieder zumachen müssen. Und das heißt, du bist ja Makler irgendwie aus Leidenschaft. Ja, total. So auch Immobilien, glaube ich, Leidenschaft. Das ist, glaube ich, der Erfolgspunkt, sorry, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, das ist das, warum es auch funktioniert, weil der Kunde schon vom ersten Termin gemerkt hat, damals schon, es war ein Mallorquiner. Ich habe mit 19 Jahren das erste Objekt an einen Mallorquiner verkauft. Wie ich das damals gemacht habe, weiß ich bis heute nicht. Aber ich glaube, es war die Leidenschaft, wie du schon gesagt hast. Diese Begeisterung, als ich selber das Objekt gezeigt habe, war ich so angetan von der Wohnung in der Altstadt damals. 420.000 Euro war der Preis. Der hat das dann genommen. Hat funktioniert. Ja, es wundern sich immer so viele, warum manche extrem erfolgreich sind und andere nicht. Und ich glaube, es ist einer der Punkte, einfach diese Leidenschaft. Also ich glaube, alle, die in ihrem Job extrem gut sind, das bei Immobilien so, bei allen anderen Dingen genauso, die lieben das, was sie tun. Das ist meine Erfahrung. So. Ja, und sehen es auch nicht als Job. Also ob ich jetzt am Wochenende, ich arbeite sehr oft am Wochenende logischerweise, weil dann meine Kunden Zeit haben, sich Objekte anzugucken oder Immobilien zu besichtigen oder überhaupt nach Mallorca zu kommen. Das ist für mich kein Job. Also ich gehe auch ganz, ganz oft am Samstag oder sonntags abends mit den Kunden dann noch Abendessen und dann hast du auch Smalltalk und so weiter für 3, 4 Stunden. Das ist nicht einfach, das schlaucht auch. Dann ist man schon auch am nächsten Tag kaputt einfach, weil du halt 3, 4 Stunden komplett konzentriert da sitzt und mit denen unterhältst. Und du kannst ja nicht über Höchstchen und Stöckchen reden, sondern musst ja dann schon über Politik und schwierige Themen dich danach austauschen und Weltwirtschaft und sonst was. Aber das ist geil. Also es ist halt spannend, weil ich auch wirklich Leute habe und Kunden dabei habe,
da sind so viele Gründer oder Unternehmer dabei, wo dann die Produkte zum Beispiel weltweit bekannt sind oder die verkaufen oder die haben, ich war letztens mit einem Unternehmer unterwegs, der hat 32.000 Mitarbeiter in der ganzen Welt verstreut, ja. Und mit solchen Leuten dann überhaupt unterwegs sein zu dürfen und die dann kennenzulernen, denen dann auch am Ende noch ein Haus zu verkaufen, das ist ja total spannend alles. Ja. Ist das für dich eine Hemmschwelle? Also ich kann mich noch erinnern, ich hatte früher so eine Luxus-Wintergartenfirma und da habe ich auch mit allen möglichen Prominenten aus allen Branchen von Filmschauspielern über, das war noch vor meiner Agentur damals, und ich weiß noch ganz genau, wie meine Mitarbeiter, also ich hatte zwei, drei Verkäufer, die hatten wahnsinnige Hemmungen und immer wenn es irgend so ein Promi war, dann haben die mir das zugeschaut. Mir das auch immer Spaß gemacht, aber es ist nicht jeder für das geschafft. Nee, eigentlich habe ich das jetzt, ich habe jetzt gerade zum Beispiel auch eine ganz tolle Immobilie an einen mega bekannten Menschen verkauft, in Sonwida oben auf dem Berg, also den kennt die ganze Welt, aber ich glaube auch, das ist der Unterschied, dass der auch der bei mir gekauft hat und das auch bei mir sehr cool fand, weil ich mit dem sehr locker umgegangen bin und ich habe mir nichts daraus gemacht. Ja. Heute bist du ja selbst schon Promi, aber wenn du zurückdenkst, so mit 19 Jahren, war das damals für dich schwieriger mit solchen Menschen? Ich war schon aufgeregter, wenn ich wusste, du googelst ja die Kunden, weil ich meine, die Kunden, die sich dann was erlauben können und kaufen können auf Mallorca für 5, 6, 7, 800.000 Euro oder dann auch mehr logischerweise, gibt es ja auch Internetinformationen oder bei Google kannst du ja nachschauen, was sie machen beruflich, dann bist du schon so ein bisschen aufgeregter, wenn es dann zu einem Termin geht und du weißt dann, okay, der hat so viel Vermögen oder der hat so viele Mitarbeiter und so viel erreicht in seinem Leben schon. Aber das, irgendwann ist es dann weg und dann macht es einfach nur mega Spaß. Ja, und am Ende, sage ich immer, kochen trotzdem alle nur wieder. Das ist genau das. Und du hast ja vorher was sehr, sehr Gutes gesagt, wenn du auf den Kunden eingehst, wenn du dich in den hineindenkst, was ist sein Kittelbrennfaktor, was berührt ihn, was will er, dann glaube ich, geht man schon ganz anders an die Sache heran. Ich meine, meine nächste Frage wäre auch gleich gewesen, hast du irgendwo Verkaufen im klassischen Sinn gelernt? Best of Best Entrepreneur Academy mit Paul Mieser. Best of Best Entrepreneur Academy mit Paul Mieser.